It is time. This fight is stipulated for 5 rounds. And it is for the Bantamweight Championship. Standing in the blue corner, he is 31 years old, standing at a height of 1.60 meters. And he has a professional fight record of 15-9. Representing MMA Hamburg, he is the reigning GMC flyweight champion. His name is Dimitar Costa. And the fighter standing in the red corner, he is 31 years old, standing at a height of 1.67 meters with a professional record of 10-7-1. He represents Fight Club Gelsenkirchen! His name is Mohammed Shalem! The referee in charge is Marco Brösen. Championship bout, 5 rounds, 5 minutes. You both know the rules. Listen to my command. Protect yourself at all times. Make it a good match. Check ins if you want. Main Event Zeit hier bei GMC 37. Wird Dimitar Kostov, der Mann in der blauen Ecke, der Doppelchampion, oder holt sich der Panzer Mohammed Celebi seinen ersten Titel? Das Gold im Bantamgewicht steht auf dem Spiel. Let's go! Ja, Celebi kommt aus dem Kickboxen, früher ein reiner Stand-Up-Fighter. Das war eine gute Rechte. Und will natürlich zwei Gürtel mit nach Hause nehmen am Check-In-Schalter. Gute Linke jetzt von Celebi. Oh, harte Linke von Kostov. Und das öffnet natürlich auch die Tür für Konter, so wie ab und an diese Linke, die er dann hinterher feuert, so wie jetzt. 5 Runden, 5 Minuten angesetzt. Kondition kann ein großer Faktor sein in diesem Kampf. Das ist auf jeden Fall ein Faktor. Klarer Treffer, schöner Headkick von Kostov, den hat Celebi gespürt. Celebi im 19. Profikampf, der Mann vom Fight Club Gelsenkirchen versucht es jetzt. Mit einer Clinch-Situation drängt hier Kostov an den Cage. Celebi größer, dürfte auch ein bisschen schwerer sein am Kampfabend. Hat die Schlagdistanz gefunden. Gebannt nach diesem Co-Main-Event vor allem. Schöner Low-Kick. Ja, der Jab, der sitzt und der Aufwärtshaken zuvor. Guter Treffer, jetzt über rechts aus nochmal gegangen, Richtung Auge, Richtung Platzwunde von Celebi. Der linke Aufwärtshaken, zweimal abgefeuert, einmal getroffen und dann der Haken nochmal hinterher. Also, hineingelaufen in diesen Jab. Oh, starke 1-2. Eieiei, und die rechte war hart. Wer hier der Platzhirsch ist. Dann hören die Zuschauer. Klar verteilt auf Seiten des Manns aus Gelsenkirchen hier vom Fight Club. Macht auf mich auch nicht den Eindruck, dass er annähernd im roten Bereich ist. Der ist hier bestens vorbereitet. Hier gegen Celebi. Körpertreffer. Und da gibt es eine schöne Rechte als Konter. Sehr präzise am Kinn gesetzt. Celebi feuert zurück mit einem Legkick. Vielleicht auch zu eindimensional, nur das reine Boxen, die Kicks treffen bislang selten. Sollte versuchen, eben beides zu bringen und da gibt es auch schon, als hätte er mich gehört, den Highkick. Potenziell für beide da. Und da ist er auch schon, vor Kostov. Aber der Kampfgeist ist da bei Celebi, der Wille. Da wird er hart getroffen. Der mit einer knackigen Führhand seine Attacken aufbaut. Das ist die Erfahrung, die merkt man ihm an, hat bei Brave unter anderem gekämpft oder bei der M1 Challenge. Also
Und das spricht jetzt für Kostov, der Vorteil für ihn. Ah, Kostov dreht auf, schraubt das Tempo hoch, macht hier Druck in der späten Phase dieser dritten Runde. Hat die Körpersprache richtig gelesen von Celebi und weiß, er kann jetzt übernehmen. Tut er auch. Da kämpfen nur die elitären Krieger. Und Mo Celebi weiß, ich muss was zeigen. Ich muss hier das Tempo hochhalten und ich muss schön langsam Kapital schlagen aus ein, zwei Attacken und dieser Partie meinen Stempel aufdrücken. Wie gesagt, und das merkt man auch, wie er da nach vorne gegangen ist, aber Kostov weiß, wie er so einen Mann aufzuhalten hat, wenn er den Druck erhöht, um ihm dann Respekt zu, quasi zu erfordern, muss man ja fast schon sagen. Und Celebi versucht, Kostov jetzt die Wege abzuschneiden. Ja, er bleibt dran, das merkt man. Das linke Auge sieht böse aus bei Mo Celebi. Oh. Noch gut 3 Minuten in dieser vorletzten Runde eines denkwürdigen Abends. Und da hat Celebi hart getroffen. Das sah für mich so aus, als ob Kostov kurz in Straucheln gerät. Der sich in Bulgarien niedergelassen hat und Celebi jetzt durchs Oktagon scheucht, zu stellen versucht. Guter Kick von Kostov. Blickt da kurz hoch auf die Uhr, will nicht überpacen, will nicht ins offene Messer laufen. Kombination en masse. Kaum getroffen, schau mal in sein Gesicht. Da ist kein Cut, da ist keine Beule. Aber das Gesicht von Mo Celebi, schön langsam eine finstere Grimasse. Auch diese Runde geht an Dimitar Kostov. Und auch hier auf dem GMC Fight Pass. Celebi mit dem Single Leg bleibt liegen. Und Kostov auf dem Weg, den Sargnagel einzuschlagen. Ground and Pound vom Fliegengewichts-Champion, der hier auf dem Weg zum Doppelgold ist, zum Champ-Champ-Status. Spricht für Celebi, für sein Kämpferherz. Er hat es riskiert, er hat versucht, da auf den Boden zu gehen. Harte Hände. Das war keine Lösung, denn Kostov dreht jetzt richtig auf. Und Kostov hat noch einiges an Pfeilen im Köcher. Und das Selbstbewusstsein, das man hier sieht, obwohl er eben in der Oberlage auf seinem Gegner liegt, dass er da nicht weitermacht, sondern sagt, komm, lass uns weiter ballern. Das spricht für ihn. Aber Celebi, davon offenbar wachgerüttelt, feuert hier los, kassiert aber selbst eine harte Linke, nachdem er Kostov einmal hart getroffen hat. Und da muss er fast schon in die Knie. Er bleibt wie ein Stalker dran. Also es ist wirklich bemerkenswert, wie er das Tempo zu verschleppen vermag. Guter Uppercut und der Takedown. Rutsch Versuch von Celebi. Ein bisschen Breakdance auf dem Boden von beiden Athleten. Leider etwas rutschig gewesen offenbar. Ja, ist immer schwierig, im Grappling Akzente zu setzen, wenn du so verschwitzt bist, wenn Blut im Spiel ist, wenn du so viele Kampfminuten auf dem Tacho hast. Was kann Mo Celebi hier noch zaubern im GMC Octagon? Versucht da erneut den Takedown, Single Leg in dem Fall, das eine Bein zu greifen. Aber Kostov war drauf gefasst. What a main event we just witnessed. Please give it up to these two warriors. Give them the applause. Because for 5 rounds we got non-stop action. No breathing. Just fight, fight and fight. But there has to be one winner. And the winner after 5 rounds by judges' decision, 3-2, and the reigning flyweight champion and